Willkommen zum Mittwochsupdate vom 2.9.2020. Ja, die letzten drei Mavari-Farben sind ins Spiel gekommen. Es gibt wieder neue Ausrüstung für die Mavaris und einen neuen Springsattel. Und wir dürfen uns nächste Woche auf das Footpinterfest freuen. Ja, und es gibt auch endlich einen Teaser zu den Mavaris. Ich würde sagen, bevor wir uns die drei neuen anschauen, sehen wir uns den Teaser an und sehen uns dann gleich wieder. Ja, ich muss sagen, der Teaser gefällt mir sehr gut. Ich mag die Bewegung, also vor allem das Kompliment und das Steigen finde ich total toll. Ja, mit den Ohren bin ich immer noch nicht so, ja, habe ich mich noch nicht so wirklich angefreundet. Wir gucken uns jetzt erstmal hier den Rappen an, würde ich sagen, aber dazu steigen wir ab. Das ist dann ein bisschen einfacher. Er hat vorne links ein weißes Beinabzeichen, sonst noch die Blässe. Und ansonsten ist er einfach schwarz, hat aber ein blaues und ein braunes Auge, wie wir hier sehen. Das linke Auge ist blau, das rechte ist braun. Ist zum Glück nicht zu rosa an der Schnute. Und ich finde es auch sehr interessant, dass hier unten am Huf ja, noch so ein paar schwarze Flecken mit drin sind. Also keine scharfe Kante da. Das ist nicht, ja, ist sehr, sehr schön geworden. Dann schauen wir mal. Hier gibt es den, ich glaube, Cremello. Der hat auch eine Äpfelung. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Also schön gemacht. Gucken wir noch mal. Ja, Level 12 braucht man, 59 Starcoins kosten sie, wie die anderen auch. Ich weiß auch gar nicht, steht der in Fort Pinter noch da? Und wenn man sieht, er hat so ein kleines Abzeichen hier oben, so ganz leicht. Sieht man aber bei der Farbe nicht so gut. Und dann haben wir noch den Schecken. Auch er hat eine Äpfelung. Und hat eine sehr, sehr interessante Schickung, finde ich. Hat hier wie so ein Halsband. Und dann nur so ein paar, ja, Streifen. Aber an den Beinen alle vier Beine mit weißen Abzeichen. Auch nicht wirklich geradlinig. Also das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also die Farben an sich gefallen mir gut. Haben sie gut gemacht. Ja, auf anderen Pferden wäre es für mich persönlich noch ein bisschen schöner. Auch der Stern, ich weiß nicht, kann man das als Stern bezeichnen? Das Abzeichen hier oben gefällt mir sehr gut, so eine kleine Schnippe hat er. Sind auf jeden Fall hübsche Tiere und die neue Ausrüstung können wir uns leider ja nur so im Global Shop zum Beispiel anschauen, weil das abgesehen von dem Springsattel können ja nur die Mavaris die Ausrüstung tragen. Also wir hätten hier den Springsattel und der müsste bei dem Preis, ja, Stärke plus 1, Geschwindigkeit plus 3 und Agilität plus 2. Also auf jeden Fall championatstaugliche Werte. 100 Starcoins oder 10.000 Schillinge kostet er. Ist nicht billig. Dann haben wir hier den rosa Mavari-Schmuck mit Stärke plus 3, Geschwindigkeit plus 3.
Ab Level 12 kaufbar. Ja, nur Mavaris können diesen Schmuck tragen, deswegen heißt er wahrscheinlich auch zum Beispiel hier blauer Mavari-Schmuck. Hat auch Stärke plus 3 und Geschwindigkeit plus 3. Und dann gibt das Ganze noch in grün. Ja, und mit den Sachen, die wir schon hier hatten, der rote Mavari-Schmuck, also haben wir jetzt 7, ja, 7 Trensen, die nur die Mavaris tragen können. Den violetten Schmuck gibt es, silberner Schmuck und wahrscheinlich der goldene, genau. Ja, 90 Starcoins oder 9000 Schlinge kosten sie, die Preise sind alle gleich bei denen. Okay, dann würde ich aber sagen, war es das für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich habe auch versucht, am Roten Band Trail teilzunehmen, wollte ich noch mal sagen. Ging leider nicht noch mal. Irgendwie, weiß ich nicht, wurde es mir nicht angezeigt. Aber gut, dafür haben wir ja ein paar andere Sachen gemacht. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.